Kommunikation hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Denkt einmal daran, wie eure Großeltern kommuniziert und wie sie sich informiert haben und wie ihr euch informiert. Instagram, Twitter, YouTube-Channels, zahlreiche Podcasts. Bei all diesen Informationen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Wenn man früher etwas recherchieren wollte, ist man in die Bibliothek gegangen. Man hat sich die wichtigsten Werke ausgeborgt und die wichtigsten Informationen zusammengetragen. Heute erscheint es so viel einfacher, sich aus dem Internet die Informationen zu holen, die ja zuhauf verfügbar sind. Wenn ich in eine Suchmaschine den Begriff Kommunikation eingebe, dann bekomme ich innerhalb von 0,45 Sekunden 151 Millionen Ergebnisse. Aber was davon ist relevant und was nicht? Wenn man sich mit einem wissenschaftlichen Thema beschäftigt, sind wissenschaftliche Journals, die es auch digital gibt, ein guter Anhaltspunkt. Oder man macht es klassisch und geht in die Bibliothek und borgt sich dort die relevantesten Werke zu diesem Thema aus. Beschäftige ich mich mit aktuellen Ereignissen und will eine seriöse Quelle dazu finden, dann greife ich am besten auf bekannte Nachrichtenportale und Presseagenturen zu. Im Zweifelsfall gibt es Impressum Auskunft darüber, wer hinter dem Portal steht. Bist du dir nicht sicher, ob eine Nachrichtenmeldung auch wirklich stimmen kann? Dann suche, ob du ähnliche Meldungen auf anderen Newsseiten findest. Wenn es eine Meldung aus dem Ausland ist, suche auf renommierten Nachrichtenseiten aus dem entsprechenden Land. Außerdem gibt es Seiten wie etwa jene von Mimikama, einem Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Medienkompetenz zu fördern und Falschmeldungen aufzudecken. Auf dieser Seite findest du etliche Meldungen, die sich letztendlich als falsch herausgestellt haben. Was für die Recherche gilt, gilt auch für den Uni-Alltag. Wenn du dich über Seminare und Lehrveranstaltungen informieren willst, dann findest du alles Relevante auf der Uni selbst. Wenn du Fragen an Professorinnen und Professoren hast, dann erkundige dich doch direkt bei ihnen. Also lieber direkt nachfragen, als irgendwelchen Postings auf Social Media Glauben schenken. Und zuletzt gilt wie bei allem, wachsam sein und logisch denken, dann erübrigt sich manche Falschmeldung von selbst.